Hey Jungs, weiter geht's. Wir durchsuchen mal wieder tolle Gebäude. Ich mach das Ganze auch schnell, gerade keinen Bock, komm so sie hier rein irgendwann. Ich möchte das Ding hier auch als Außenposten haben. So. Und jetzt wird das hier ein Außenposten. Ja, ist es auch. Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, beeil dich. Dankeschön. Super. So, der Außenposten geht doch gleich mal eine Falle, würde ich sagen. Mal kurz gucken. Das war die Tab-Taste. Tired, hurt, super. Fängt schon echt klasse an. Außenposten fallen. Ja. So. Und wir suchen natürlich auf a shelter to survivors. So. Traps are ready. Komm her, du. Brauch ein bisschen Target Practice. So. Den haben wir auf jeden Fall schon mal für uns geholt. Das war ein wichtiger Außenposten. Der ist auch richtig schön groß. Weil das da oben irgendwann mal unser Hauptding werden soll. Aber es geht halt noch nicht, weil Story und so. Mann. Ich denke, unsere Defenses sind okay. Aber ich bin nicht sicher, ob ich sie auf den Test möchte. Ein paar mehr Outposts würden uns mehr ein Safety-Net geben. Yes, yes. Kommt gleich. Bin busy. Muss jetzt mal gucken, dass mein Stamina wieder in Ordnung ist. Habe ich noch ein paar Pillen? Ja, habe ich gut. Ja, noch ist okay. Na, Aspirin habe ich auch mittlerweile. Stimmt, ich habe gerade was eingesammelt. Ich gucke mir jetzt eh alles an hier. So. Jetzt machen wir mal jetzt langsamer. Brauche ein bisschen Stamina, weil ich will mir jetzt da vorne mal die Hütte angucken. Quiet hours. 10 to 7. Sounds like I got company. Ja, nothing left. Komm, wir joggen mal kurz ein bisschen raus. Die sind eigentlich alle abgegrast. Wenn man genau hinguckt, die haben schon alle diese Kreuze. Dementsprechend sind die alle leer. Trotzdem werde ich es mal kurz besuchen gehen. Ja, das obere sieht noch ganz gut aus. Da ist noch ein Zombie. Zwei sogar. Lass ich aber auch stehen. Ich möchte hoch, weil ich glaube, da ist jemand drin gewesen. Hieß vorhin irgendwie beim Erkunden von wegen inhabited. Also gucken wir mal nach. Vielleicht ist da wirklich jemand drin. Sieht doch so aus. Es speichert zumindest schon mal ganz gut. Ah ja. Nicht inhabited, aber immerhin, man kann es durchsuchen. Je nachdem, was hier drin ist, gleich kann man es als Außenposten wieder gebrauchen. Das ist schon ganz cool. Aber wir brauchen eins, das wahrscheinlich näher dran ist. Was haben wir denn hier drin? Nichts Besonderes. Okay. Also auch nur ganz normales Zeug gewesen. Lass mal gucken. Wir sind jetzt hier oben. Public Restroom. Den nehmen wir auf jeden Fall noch. Können wir wenigstens auf die Toilette gehen. Jog ganz gemütlich in die Richtung. Aber momentan ist er wirklich erschöpft. Er müsste sich wirklich ausruhen. Der andere ist halt verletzt. Das ist echt momentan eine sehr böse Kombination. Bin ich eigentlich überladen oder so? Nee, bin ich nicht. Moment. Ja, der ist sick. Das ist nicht so gut, wenn er krank ist. Cardio Level 4. Das ist, hier ist Public Restroom. Erinnere mich daran, ich muss auch gleich mal aufs Klo. Aber das mache ich dann nach der Episode. Rechts kommt ein Set, ist mir egal. Hier gucken wir erstmal links rein, weil Männer zuerst, ne? 2, 3. Tür zu. Gucken, irgendwas zum Durchsuchen hier. Also hier auf der Seite zumindest schon mal nicht. Dass ich einen guten Außenposten machen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Außer dass man aber aufs Klo kann. Und das sieht auch ziemlich leer aus hier. Wo soll ich denn was durchsuchen können, Mann? Ah, dahinter könnte was sein. Da ist auch was. Aber wie komme ich da rein? Moment, machen wir mal kurz die Tür zu. Ja, ich würde hier gerne reinkommen. Zum Durchsuchen. Aber die Logik dahinter ist total bescheuert. Man kommt hier nicht hoch, ich kann hier nicht drüber hüpfen. Ich kann es nicht aufhauen. Ich kann es nicht durchsuchen, ich kann gar nichts quasi. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, das ist aber echt buggy, Leute. Das ist wirklich peinlich. Okay, also bringt auch nichts. Super. Potential Homesite. Die sind gar nichts. Cabin, nothing left.
Die Campsites sind vielleicht noch ganz interessant. Und dann? Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. You may need to hurry. Ja, Satan dann halt noch. Klopf, klopf. Ja, schon recht. Hau ab. Wir gehen jetzt noch kurz zum Zelt. Und dann ignorieren wir den Rest einfach erstmal. Ja, Stocken wird schon schwerer. Definitiv. Na, da hinten ist sogar noch eine Hütte. Oder ist es ein Zelt? Das war, glaube ich, ein Zelt, ein beleuchtetes. Schauen wir uns auch nochmal an. Das mit dem Public Restroom ist auch schon wieder so ein Ding, wo ich einen Anfall bekommen könnte. Ganz ruhig, Nerd Rage, abschalten, alles gut. Irgendwelche Sets in der Nähe? Nicht? Gut. Schnell mal durchsuchen. Was zu essen ist gut. Und Aspirin ist sogar noch besser. We're clear. Ja, ist auch nichts in der Nähe gerade. Better than biscuits on a Sunday morning. Ja, das ist, I'm already loaded down. Ja, bin ziemlich voll wieder geladen. Jetzt guck ich mal den hier noch an. We got this place locked down. Wenn keiner in der Nähe ist, kann man auch schnell looten. Revolver ist noch dabei. Lassen wir aber auch erstmal liegen. Nothing left. Okay, dann müssen wir echt wieder zurück. Wie es aussieht momentan. Dahin dann. Ah, es wäre so ein schnell Teleportationsding richtig cool. Naja. Rennen wir halt erstmal ein bisschen durch die Gegend wieder. I need a breather. Und das wiederum ist ein Problem. Achso, Snacks essen. Another time. So, jetzt können wir mich auch erstmal ein bisschen dauerhafter joggen. Es passiert mir nicht, ich weiß, es wird aber langsam I'm on the dunkel. move. You're going to burn yourself out if you don't come home and rest a little. Ja, ich versuch's ja zumindest, Mann. Frau, du machst ja eh nix. Also noch geht's mir gut. Den Weg auch gleich runtergefunden. Oh, das sind viele da hinten. Das ist eine. Warum ist denn hier unten eine Horde, bitte? Ah, da muss ich jetzt. Sorry, da muss ich da definitiv noch mal Snacks essen. Und schon mal die Firebomb nehmen, weil das ist echt mies da vorne. Da muss ich nämlich durch. Hier, habt Spaß. So, ein paar sind erledigt. Den Rest umbrenne ich einfach ein bisschen. Und dann nichts wie hoch hier. Uff, Glück gehabt. Oder beziehungsweise gut getimed. Das ist die halbe Miete hier. Blöden Dreckszombies. Have nothing left. Rechts, Digga, Zombie. Plus kleiner. Plus Horde. Brauch Auto. Jetzt. Hab's. So. Und wir safe. Ja gut, also wie gesagt, den Außenposten kann ich oben jetzt erstmal knicken. Das heißt, ich muss mich doch unten ein bisschen drum kümmern. Kann nur zwei Außenposten haben. Dementsprechend habe ich jetzt halt oben einen schon mal reserviert, nenne ich das einfach mal. Hier ist das alte Taxi nicht darunter crashen. Das ist mit dem letzten Auto schon passiert. Nicht bei mir, aber bei dem anderen. So. Hi, Schnuggis. Ne, Best Discovered ist auch nicht richtig, aber egal. Und ich sollte auch noch ein paar Sachen da lassen. Das Ding habe ich ja schon, dementsprechend Stash. Das darf auch gerne da bleiben, das brauche ich noch. Kann man den nicht irgendwie reparieren hier? Equipped, ne, kann man nicht. Schade eigentlich, schade eigentlich. Aber hier gibt es echt jede Menge Kram, den man einkaufen kann und mitnehmen kann. Also das, daran liegt es wirklich nicht. Dann könnten wir mal ganz kurz gucken. Ob wir noch irgendwas brauchen. Die ist noch am Suchen. Außenposten können wir noch machen. Ansonsten, seht ihr, wir können nichts bauen. Wir brauchen dringend dann irgendwann, ja, ein anderes. Ach, guck mal einen an. The Bruiser, The Cop. The Deliverer oder Believer, der Vater. Und dann geht's so langsam Szenario Level 3, 4, 5. Also man muss wohl durch 6 Szenarien durch. Ach du Scheiße. Das kann ein bisschen dauern, bis ich hier durchgespielt habe. Das ist deutlich intensiver, sag ich mal. Da gucken wir einfach mal. Vielleicht schaffen wir es ja. Jetzt fahren wir erstmal dahin. Wird schön dunkel, sieht im Übrigen auch sehr viel schöner aus als in der Stadt. Muss man einfach mal so sagen. Und die Jungs brauchen Hilfe, die Nachbarn. Aber die Nachbarn auch irgendwann haben wollen, ist das natürlich jetzt wichtig. Blöd ist halt, dass wir momentan unseren Außenposten nicht aus Post horen können. Dementsprechend lohnt sich das Sammeln auch momentan nicht so richtig. Klopf, klopf. So, was gibt's denn? I'll run this home. We'll be ready. Ja, ich wollte reden. We could use your help in this area. That's what neighbors are for. Get her done.
Okay, alles klar. Da geht's lang. Wir werden natürlich die Karre benutzen dafür. Das ist eine Set-Hunt. Vor allem bin ich momentan eh überladen. Bin schon froh, dass ich hier so ein schönes weißes, silber-weißes Auto, Pearl-White heißt es wahrscheinlich, gefunden habe. Licht mal anmachen, sieht man ein bisschen mehr. Schön neblig finde ich das. Ist schon sehr kuschelig hier. Fall Nachbarn, ey, Mann. Ernsthaft. Hier, Tür, Fresse, 1. Ach, wir sollen sogar hier hin? I'm almost home. We'll crack open a cold one for you. Das ist ja easy. Weil das ist meine... Alter, das ist meine Basis hier. Oh, you know, stuff. Got you now. Ernsthaft? Consider this one searched. Got him. Gut, der nächste. Wir sind hier reingekommen, Mann. Das war easy. Das war echt easy peasy. Okay, wir nehmen das Ding hier noch als Außenposten. This is a good location. Das ist eine perfekte Location. Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. Das ist genau neben dran, Mann. Das wäre so eigentlich schon ein Outpost gewesen, aber egal. Die Logik dieses Spiels ist lustig. So, current goal, find a new home. Hatte ich gefunden? Warum ging's denn nicht, Mann? Alter Schwede. Das da, potential home site, Ranger Station. Ich weiß schon 10 Mal da oben. Gefühlt. Und das Ding kannst du nicht durchsuchen, weil es buggy ist. So, dann sag mal, was ich machen soll. Mademoiselle. Hey, you. Bye. Wo sind eigentlich unsere anderen Leute? Wo pennen die? Da drin? In dem RV? Ach, hier. Andere Leute sind natürlich übertrieben. Denen geht's echt nicht gut hier. Tja. Also, wir gucken nochmal auf der Map. Nee, Quatsch. Wir gucken nochmal. Nee, auch nicht. Hier. Genau. Ich bin tired. Der ist krank. Und ja, die bewegt sich eh nicht weg. So, hier sehen wir nochmal, was ich für Möglichkeiten habe. Hier, wie gesagt, mit denen kann ich eventuell rumspielen. Buch, Build Outpost. Das ist eine Nachricht im Prinzip, was ich so gemacht habe und so. Das ist eigentlich relativ wurscht. Wir haben jede Menge Essen, ein bisschen Medizin, ein bisschen Waffen und wir haben auf jeden Fall Building Material, schon mal ganz cool. Wir können uns einen Außenposten leider nicht weiter irgendwie ausstaffieren, das ist halt doof. Ja, und letzten Endes brauche ich tatsächlich wohl, wie es aussieht, das Ding da oben. Oh Mann. Fahren wir halt wieder hoch. Und versuchen es nochmal. Wenn es dann nicht gehen sollte, dann muss ich halt warten, wahrscheinlich bis diese 9 Minuten oder was auch immer abgelaufen sind. Das werde ich euch natürlich nicht antun. Wir versuchen jetzt oben nochmal diese Station zu holen. Beziehungsweise, es ist halt schon komisch, weil es sagt... Remaining uses one of one. Ja, schon recht. Und muss ich das hier eventuell als meine Homebase irgendwie deklarieren? Kann es daran liegen? Maybe not. Nee, geht nicht. This is already your home. Richtig, genau. Gut, nur dass ich nicht jetzt irgendwie hochfahre und wieder irgendwie was nicht hinkriege, weil ich zu doof dazu bin. Ein bisschen viele Zombies auf dem Weg hier im Übrigen. Ignoriere ich aber trotzdem. Mach nur das Auto kaputt. Ja, schöne Lack und so. Das hier ist noch relativ... Und kaputt. Ja, okay, die muss ich trotzdem mitnehmen, sorry. Ist ja relativ. Ah, scheiße, jetzt muss ich da unten wieder durch. Kann man hier nicht irgendwie drüber jumpen mit dem Auto? Kann das nicht funktionieren? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ach, das ist doch scheiße, Mann. Das soll ich vielleicht nicht hier parken. Das ist vielleicht ein bisschen eine dumme Idee. Ich liebe ja dumme Ideen teilweise, aber das ist wirklich... Ah, cool, wenn man das Auto einsteigt, wird auch gespeichert. Das ist natürlich nice. So. Wir parken das schon mal richtig, dass ich relativ schnell wegfahren kann. So, mitten in der Nacht. Das ist immer ganz, ganz schlau, aber naja, machen wir es einfach mal. Wir nehmen natürlich wieder die Abkürzung hier. Das war nicht so schlau. Gleich mal ein paar Ibus schlucken. Und dann joggen wir uns erstmal eine Runde. Mittlerweile ist er natürlich sehr müde. Ist bei diesem Wetter ja auch kein Wunder. Nachts ist es kälter als draußen. Und rennen wieder zur Ranger-Station. Und es wird wieder nichts werden, ich sag's euch jetzt schon, weil irgendwas noch nicht gemacht wurde. Was ich aber noch nicht machen kann, weil ist momentan halt noch nicht möglich. Ach ja. Hey, habt ihr gesehen? Links ist ein Zombie, können wir ignorieren. I got nothing left. Ja, ja. Das heißt, wenn ich am langsamsten laufe, kriegt er mich trotzdem nicht. Das ist aber ganz cool. Solange sie sich nicht zu einer riesigen Herde verbinden, was eh nicht passiert in diesem Spiel.
Ist alles gut. Außerdem bin ich jetzt im Außenpostenbereich. Was mir nicht viel bringen wird, wahrscheinlich, aber hey, angeblich sind hier erfallen irgendwo. Hust, hust. Eine ziemlich, ziemlich große Sicherheitszone eigentlich. Das heißt, so viel wie hier müssten oder hier dürften eigentlich keine Sachen spawnen. Ob es jetzt wirklich so ist, I don't know. So. Gucken wir uns jetzt nochmal da oben das Hauptgebäude an. Das ehemalige. Was mir schön und groß auch ja, populistisch erzählt wurde, das könnte vielleicht eine potenzielle Basis sein. Hier steht auch unten drunter, find a new home. Oh. Ja. Da drin ist Besuch. Los, versteck dich. So. Guck mal, dass ich den einen hier erwische. So Instant Kill quasi. Und schnell wieder weg. Zack. Im Gebüsch. Das ist ein sehr schönes Gebüsch. Das ist mein Gebüsch. Na komm. Na komm. Komm raus aus der Tür. Komm raus aus der Tür. Na gut. Da hatte ich nämlich noch mit hier, komm. Und dann den da noch. So, habe ich jetzt alle? Schön. Da knurrt noch irgendwas. Ah, draußen. So, hier steht es auch wieder, ne? Potential bla bla bla. So, ich hätte das hier gerne als... Warum nicht? Ah, so eine Scheiße, Mann. Was ist das für ein Kack? Er sagt mir auch nicht, warum es nicht geht. So ein Blödsinn, Mann. Ey. Blöder Dreckscheiß, Elender. Und irgendwas knurrt rum, ich sehe es nicht. Draußen wahrscheinlich. Ich warte am besten, bis es hell ist, dann machen wir weiter. Mann, piss mich gerade an. Scheiße, ja. Pause.